Hallihallo und natürlich sind wir immer noch in diesem wunderbaren Guacamole-Level. Woher fliege hier alles Mögliche mit diesem Guacamole-Zeug einschmieren? Bitte lauf! Leicht überfordert. Diese Levels, ne? Die Idee ist wirklich witzig, das muss man ihnen ja lassen. Den Jungs und Mädels. Voll rein. Ja, das hat gut geklappt. Okay. Oder jetzt? Gott sei Dank geschafft, ey. Wir haben zwar einen vergessen, ich glaube, das war derjenige. Ja, wir haben ja einen in der Lava versenkt in der letzten Folge. Aber gut, da müssen wir nun mal durch jetzt. Wir können ja auch nicht immer alle retten. Ist mir auch egal, ob es euch am Rubbel los. So. Wollte es nur mal gesagt haben. Ihr seid mir egal. Achso, den Time War sollte ich starten. Ja, wir wollen ja auch nicht zu lange Folgen dann nachher haben. So, machen wir weiter hier. Zip, 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 zip. Schattenspielchen, sehr gut. Und das hier sieht jetzt aus wieder wie Wurm. Tod oder Torte? Und das ist hier die Frage. Der großartige Poet und Schriftsteller William Racebeer. So, was ist hier? Ich will doch hier runter. Genau, geh mal weg. Ah, geklappt. Und jetzt? Achso, die kommt da immer wieder. Okay, hat geklappt. Sehr gut. Wir rennen mit. Ja, wieso, aber wieso soll ich denn rennen? Ich hab gar keinen Grund zu rennen, oder? Also ich will auch gar nicht rennen. Wenn ich renne, sterbe ich doch wieder. Was ist denn los? Was ist das denn? Ich glaub. Ich mach dich klein. So, kann ich hier hochrennen? Wie cool. Das ist ja stark. Okay, dann geht's mal wieder hoch. Das heißt, da kann ich dann auch schnell... Wurm. Aber jetzt. Ja, wieder Wurm, wieder Wurm. Das ist ja nicht gerade eine saubere Küche, wenn ihr das Viehzeug durchkrabbelt. Zack. Aufs Maul. Stacheln. Wurm. Knochen. Schnauze. Jetzt ist ja hier Super Raymond. Okay, ich hoffe kurz hier. Ja, wir sind ja klein, wir können uns jetzt schon immer noch ducken. Das ist ja dann vollkommen in Ordnung. Schnauze. Okay, da oben müssen wir irgendwie dann. Okay. Jetzt schnell durch. Verdammt. Okay. Cool. Das hat ja nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Schnell hier lang. Okay, wir warten jetzt aber die Runde ab, bis der Wurm da wieder durchrennt. Jetzt. Boah, das war ganz schön eng. Was ist hier los? Aber ist aber... Na, daneben. Wie kann man denn daneben springen, Adi, echt? Naja, ich kann's. Wie man ja gesehen hat. Schwer. Hab ich. Mach auf. Riesiger Wurm. Okay. Noch mehr Wurm. Verdammte Axt.
Das ist aber auch echt schwer. Ich muss noch mal machen hier. Also, kleiner Wurm. Und da ist ein riesiger Wurm. So, dann setzen wir doch mal geiler Mut. Und hier war genau hoch. Oben warten. Ja. Na, dann machen wir hier auch nochmal richtig. Und die Mut noch mit. Zack, zack. Ach du. Ja, ey, das will ich ja nicht mal mehr ohne Stacheln, schaffen. Wie soll das denn gehen? Echt mal. Okay. Boah. Ah, wie irre ist das denn? Das ist doch mega irre. Also ich befürchte auch, dass Ubisoft nicht gedacht hat, hier, wir machen mal Rayman Legends, aber gute Spieler only irgendwie. Das ist hier. Weil das Spiel ist wirklich nicht ohne. Also es ist super liebevoll gemacht. Auf jeden Fall. Aber so stellen, ja? So, kaputt. Ah, ist klar. Ah, anderer Gegner. Aua. Ja, wieso? Hallo? Wieso? Wie soll ich denn da durchkommen? So. Ah, nein! Verdammt. Ah, du kriegst ihn nicht. Lass mich hier. Wo ist denn hier? Ah, jetzt hier. Komm mal kaputt. Du Grabscher, du. Machst jetzt wieder auf Zeit hinterher, oder was? Oh. Ja, natürlich auf Zeit hinterher. Wow. Boah, es ist abgefreakt. Ah, verdammte Axt. Ah, Wurm. Affe? Doch mal. Wow. Ah. Das ist ja mal total krank. So, hier, komm, jetzt piekst ihn endlich. Zack. Ah, gerettet, Gott sei Dank. I'm free, yes. Yes, you are. Wieder eine ehrenhafte Frau gerettet. Ganz ohne Beihilfe. Aber wieder König und Königin nicht. Aber wir brauchen schon König und Königin. Wir leben in einer Demokratie, nicht in einer Monarchie. Da brauchen wir den Trotz doch gar nicht. Das war ein schweres Level. Das war wirklich ein schweres Level. Okay. 170. Haben wir aber nicht, oder? Oh, wir können nicht in das Level rein, weil wir nicht genug... Nein! Oh Gott. Tour de Glasur auf Zeit. Na gut, komm. Na, falsches Level. Nein, wir fahren einmal raus. Oh, wir nehmen aber das Leben mit. Hopp. So, raus, raus. Ich will den nicht nochmal machen. Ja, wir wissen, dass du wieder... Fuck, weg. Ja, so. Hä, wo bin ich? Hä? Und ja, da sind. Ach, das sind Gurken, die da jetzt drin sind. Mhm. Ja, das gibt ja wieder was. 40 Sekunden für alle drei. Okay, das ging ja schon mal voll nach hinten los. Aber zumindest hat es nichts mit Guacamole-Zeug zu tun und so. Ja, einfach ganz schnell durch. Aber das geht nicht aus. Das geht nämlich aus. Ah, heiß. Okay, vielleicht sollte man nicht ganz so übertreiben. Und der erste Teil ist ja relativ simpel. Und hier, zack, oben, ganz oben dran vorbei. Hier kommen wir auch noch ganz gut dran vorbei. Aber jetzt sollten wir dann... Doch mal gucken, dass wir ein bisschen...
Ah. Was zur... Hölle des Todes des Teufels. Uah, Lava? Warum sagt mir keiner, dass er Lava ist? Aber es kann ja nicht mehr viel gewesen sein dann. Wo wir dann noch mal müssen. Boah, also hier waren wir mal ganz gut. Okay. Der springt auch Lava decken. So, jetzt hier. Genau, da kommt nämlich auch Lava raus. Ich denke mal, das war schon fast das Ende. Ah, wir können oben lang. Ui, schön. Aber jetzt kommt wieder der Lava-Hansel gleich. Naja, zumindest ein Ding erwischen. Ach du Heilige. Ich glaube, mit 40 wird es wohl nicht mehr. Aber zwei retten wir zumindest, oder? Hoffentlich. Nein. Was ein doofes Level. Wie soll denn das in 40 Sekunden gehen? Oh. Einfach mal rennen, ohne springen. Ja, funktioniert auch nicht. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Wenn wir uns da öfters nochmal bei drehen, wird der schneller, oder? Genau, dann machen wir nämlich weitere Sprünge. Nee, das wird wieder nichts. Blödes Level. Irgendwie sind alle Level in letzter Zeit blöd bei mir. Ach, verdammt. Gibt's doch nicht. Also nochmal. Nein. Man stirbt dann halt auch. Dann, wieso das? So blöd. Blöde Geschichten irgendwie. Ach, mein Gott, das habe ich doch gerade schon gemacht. Also nochmal langsam. Genau. Nein! Warum spielst du denn so weit? Ah, hier kam man, glaube ich, drüber. Genau. Da müssen wir den jetzt hoch. Na, da kommt jetzt gleich eine schwere Stelle mit dem... Jetzt schnell rüber. Ja, ich mache jetzt mal lieber auf Nummer sicher hier, anstatt schnell, schnell. Wir sind auf jeden Fall schneller schon als gerade. Ach, Mann. Hoch! Nein, nein, Kette! Verdammte Axt! Oh Mann. Jetzt nochmal! Schnell, das kriegen wir, das schaffen wir hin! Das schaffen wir, nein, wollte ich sagen. Das kriegen wir hin. Okay, oben rum. Ja, nach der nächsten Landung gehen wir noch. Ja, wir steigen uns auf jeden Fall, wenn wir mal so weit kommen wie hier. So, und das ist jetzt wieder die blöde... Ach, Stelle! Wie blöd kann man denn sein, dass man da reinrennt? Ah, nein. Ich werde dieses Level nie schaffen.
Okay, nochmal. Ich finde diese Zeitlevel. Nein! Wow. Nein! Kette schaffe ich nicht! Okay. Schaffe ich? Schaffe ich? Mein Gott, schon wieder. Ich mache den gleichen Fehler. Jetzt aber. Kette geschafft. Ah, verdammt. Das ist Geschwindigkeit und Feuer und Lava und... Oh, Feuerball. Das sind halt auch wirklich dann so klitzekleine Dinger immer. Klitzekleine Schwierigkeiten, die da eingebaut sind. Das schaffen wir nicht. Ah, jetzt sind wir schon wieder. Schon wieder einfach den Übersprungkette. Ah, nein! Diese blöde Stelle, ja, das ist doch der Timer, der abgelaufen ist. Wir versuchen es trotzdem noch einmal. Das zählt nicht als einmal. Ansonsten müssen wir... Okay, das zählt als einmal. Das ist schon blöd. Ja, ich würde sagen, liebe Leute, wir versuchen uns in der nächsten Folge an diesem blöden Level. So, ich mach's gut, ihr macht's besser. Tschüss.